Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird es richtig, richtig speziell. Wir sind am Bilzerberg. Wir haben einen fetten Gelenkbus dabei. Ich habe jede Menge Leute eingeladen. Was machen wir heute? Eigentlich nur ballern. Planmäßig werden wir jetzt erstmal einen kleinen Trackwalk machen. Einige bekannte Gesichter dabei. Und anschließend freies Fahren. Und dann gucken wir, was in diesem Video passiert. Ich habe keine Ahnung. Hoffen, wir kriegen von verschiedensten Gesichtern ein bisschen coolen Input und machen das Beste raus. Wir haben ja einige Leute dabei, die sind noch nicht ganz so rennstreckenaffin. Und genau deswegen haben wir uns überlegt, Dummtüch ist mit dem Gelenkbus gekommen. Der steht jetzt gerade noch hinter der Kuppe, der hat uns bis hierher gebracht und jetzt scheuche ich einmal alle Leute über die Strecke hier und dann holt uns der Bus oben wieder ab und dann geht's auch weiter. Das hier ist die steilste Strecke gerade gewesen. Runter, Mausefalle. Und gleich geht es genauso steil wieder hoch und dann steigen wir wieder in den Bus ein. Wenn einer, ich habe eben schon mal, ich will jetzt kein Auto nennen, was hier eben so komisch vorgefahren ist, wenn einer so eine Kirmesauspuffanlage für die Eisdiele hat, die Klappe bitte zulassen. Eigentlich der mit dem Kirmesauspuff, ja. Nee, ich war nicht gemerkt aus dem Schwester. Was heute hier? Spaß haben. Wir gehen das ganze Sucha an, als erstes geführtes Fahren, weil wir haben so ein paar Kollegen dabei, die werden es sofort krachen lassen. Gute erste Runde, oder? Also, wie soll ich sagen, ich habe ein leichtes Grinsen, weil ist mal ganz was anderes. Normalerweise auf so einem Trackday sind wirklich Leute, die es gewohnt sind, Track zu fahren. Und heute einfach ein wilder Haufen, alles querbeet, Luftfahrwerkfahrer, Rennfahrer, teure Autos, McLaren Senna. Ja, und wie es natürlich war, zwei langsame Einführungsrunden, kaum ist das Pace Car rausgefahren. Ballern, ballern, ballern alle. Ne? Ja, krass. Aber geil, Wetter spielt mit. Wetter spielt mit, Wetter ist Bombe. Warte, jetzt muss ich mal einmal kurz klären, dass die bei Rot nicht weiterfahren. So, Herr Boss, das kriegt jeder von mir noch mal eine kleine Unterweisung hier. Ja. Nee, ich muss jedem persönlich noch mal einmal sagen, Fenster oben. Dürfen nicht unten sein, genau. Ah. Nur wenn ihr den Helm auf habt, dann. Ja. Deswegen Fenster immer oben und wenn rot ist, wirklich rausfahren. Also nicht noch eine Runde, noch eine Runde, noch eine Runde. Rot heißt raus. Genau, rot heißt Boxengasse nach der Runde. Und jetzt darfst du Spaß haben, ne? Das war. Dankeschön. Ich will Rekordzeit sehen. Ich muss jedem einmal persönlich sagen, da ihr keinen Helm auf habt, müsst ihr die Scheibe auch machen. Ja, das habe ich sowieso. Wenn rot ist, auf jeden Fall gleich rausfahren und alles heile. Ja. Da ihr beide nicht einen Helm auf habt, musst du das Fenster hoch machen. Also du musst das Fenster hoch machen. Und wenn rot ist, rausfahren. So, erste Beschwerde zu lauten, nein, Spaß. Ohne Helm immer beide Scheiben oben. Muss ich euch allen persönlich sagen. Ja, und wenn irgendwo rot ist, wirklich danach die Runde rausfahren. Achso, rausfahren? Ja, rausfahren. Aber langsam. Nein, rausfahren heißt Runde zu Ende fahren, Boxen. Aber langsam. Ja. Okay. Ich kann ja eben auch persönlich sagen, Scheibe hoch beim Fahren, aber du kennst das ja auch, wenn rot ist, rausfahren. Alles klar. Wenn du keinen Helm auf hast, musst du leider alle Scheiben zumachen, auch der Schüler. Muss ich jedem einmal persönlich sagen. Okay. Wenn rot ist, Runde zu Ende fahren, rausfahren. Okay. Wenigstens klappert jetzt schon was, weil dann kann ich es nicht sein. Genau. Ja. Hey, so, da runter. Da geben wir die Eier in rechts, links hier. Ja. Aber wie war es? Ist für dich das erste Mal? Erstes Mal was? Rennstrecke? Ah ja, Rennstrecke. Erstes Mal Rennstrecke war. Hatte mega gemacht. Nee, erstmal Rennstrecke hier. Ja. Sonst bin ich schon ein paar Mal. Aber die Strecke ist schon mega. Und das Auto, hast du dir das Richtige mitgenommen für heute? Nee, eigentlich nicht. Also geradeaus funktioniert er gut, aber in den Kurven ist, merkst du halt schon die 2 Tonnen. Ne? Und was hättest du dir sonst mitgenommen am liebsten? Jetzt nachdem du ein paar Runden gefahren bist? Das Problem ist, bei uns würden alle Autos hier schleifen. Ja. Erstes Mal? Ja. Mit was für einem Auto bist du hier? Peugeot 206. Läuft? Danke. Läuft echt gut, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Mit dem, ne? Ja, hier, guck mal. Ist eigentlich das totale Ranzfass, aber ich habe so ein bisschen Stabis verstärkt.
irgendein billiges Fahrwerk rein. Semislicks. Einzige, was ein bisschen weich wird, ist die Bremse nach der dritten Runde. Aber sonst bin ich echt überrascht, wie gut das hier funktioniert. Aber macht auch Spaß, ne? Auf jeden Fall. Ein, zwei schnelle Runden. Ja. Bist du schon mal vorher Rennstrecke gefahren? Bisschen Nürburgring. Mhm. Go-Kart, man kennt's. Da kann man so ein bisschen am Limit fahren. Aber ist ja schwierig. Im Straßenverkehr darfst du es nicht. Das macht absolut keinen Sinn. Soll man ja auch nicht machen, ne? Ja. Und dann musst du halt entweder auf Rennstrecken ausweichen oder sonst wo. Da kommst du halt nicht so leicht hin. Das stimmt. Jeder hat seinen Alltag etc. Ne? Mhm. Und dann, ja. Aber Bilsterberg ist jetzt das erste Mal gewesen. Erste Mal und kleine Strecke, aber anspruchsvolle, sehr anspruchsvolle Strecke, ja. Muss ich wirklich sagen. Ist cool. Also ich war ja das allererste Mal jetzt auf meinem E46, muss mich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Strecke natürlich erstmal noch ein bisschen kennenlernen, aber ist cool. Aber macht Spaß, macht ja? Macht mega viel Spaß, also unglaublich. Irgendwas, was du jetzt nachträglich an dem Auto verändern würdest, nachdem du die Strecke ein bisschen kennst? Aktuell zum Glück noch nichts. Also Reifen sind top, Fahrwerk ist bis jetzt top. Also ich glaube, das Auto kann sogar viel mehr als ich jetzt aktuell gerade noch. Also wir gruben uns gerade so ein bisschen ein. Ist ganz gut, hätte ich nicht gedacht. Ich fahre jetzt die ganze lang Map 1, das ist so ein Bar, quasi Federdruck. Mhm. Und wie viel Leistung? Spaß. Boah, ich denke mal so 600, 700 irgendwie sowas, um die 700 wieder schon haben. Ja. Aber was erstaunlich ist, hätte ich nicht gedacht, wir fahren ja mit Cymex, mit der freiprogrammierbaren Traktionskontrolle. Mhm. Ich fahre jetzt die ganze Zeit lang auf Stufe 3 oder 4, ich drehe mal zwischendurch und fährt sich 1A, du hast nicht einmal das Gefühl, dass er irgendwie untersteuern, übersteuern, dass er ausbrechen möchte, gar nichts, fährt super. Feuerlöscher. Wir brauchen mal einen Feuerlöscher. Thema Carbon-Keramikbremsen bzw. allgemein Bremsen, wenn die zu heiß sind. Vielleicht lieber eine lockere Runde ausfahren und nicht stehen bleiben, weil man hat es gerade gesehen, dann kriegt man vielleicht ein kleines Feuer, was zu einem größeren werden könnte. Also eine Runde locker ausfahren und dann ist alles gut. Ruhe und Akku. Macht Spaß? Ja. Ich dachte, du wolltest nicht fahren. Ja, mein Auto ist mir zu schade, aber Spaß macht's schon. Ja, ja, dafür sehe ich dich die ganze Zeit am Fahren. Was für ein Step fährst du jetzt aktuell? 1000 PS Step. 1000 PS. Ist das eine kleine Stufe oder mehr? Also möchtest du noch mal höher? Nee, das wäre jetzt die kleine Stufe in dem Falle. Was ist denn dann die große? 1200. Ja, geil. Aber das ist jetzt hier schon grenzwertig. Ich habe gesehen, dass du oben in der Kurve ungefähr dass da ein bisschen der Arsch gekommen ist. Ja, nicht nur einmal. Ich hab's einmal nur gesehen. Fährst im zweiten raus, paff, das Ding sofort quer, ne? Also wenn du dich da auf, wenn du aufs Gas stehst. Also schon krass. Eigentlich zu stark für die Strecke hier. Ja, ja, klar. We'll be right back.
Wie war es heute? Sehr gut. Bist du gefahren? Ja. Was ist mit deinem Auto? Pleuellagerschaden. Wie viele Runden hast du geschafft? Boah, so 20, 25. Immerhin. Ja, aber jetzt ein Grund mehr, dann den Rennmotor endlich reinzuhängen, der jetzt fertig ist. Ja, geil. Ja. Weißt du, woran es liegt? Verschleiß. Der Motor hat eigentlich auch schon vom Vorbesitzer, ne Timo, eigentlich durchgehend Drehzahl bekriegt. Der wurde nie geschont und jetzt hat die Rennstrecke hat ihm den letzten Rest gegeben. Aber waren jetzt auch in Summe dann irgendwas um 180 bis 200 Runden, die er bekommen hat. Ne? Und das durchgehend Vollgas und immer 7,5 bis 8.000. Ich habe gehört, eigentlich gab es ja vorher noch mal einen Service, ne? Ja, der hat einen Service. Gelohnt. Nein, der hat einen Ölwechsel bekommen. Aber man darf halt nicht vergessen, der Motor hat jetzt 200, was hat der drunter? 228 oder so. Und hat halt durchgehend immer Drehzahl gekriegt. Und jetzt waren wahrscheinlich einfach die Pleuellagerschalen am Ende. Und ich habe sie jetzt hier komplett gehimmelt. Hallo, ist gut? Ja, wie war die Runde mit dem Expo? Oder die, sehr die geil. Runden? Ja, aber es hat super viel Spaß gemacht. Also Crossbow ist halt so pures Fahrerlebnis, weil du hast keine Scheibe, du hast kein Dach, gar nichts. Und dadurch, ja, du fühlst halt alles. Du hast kein ABS, kein ASR, du hast keine Servolenkung, kein ABS, nichts. Und danach tun auch ein bisschen die Arme weh, aber es macht so viel Spaß. Und Bilzer Berg, das ganze Klein-Klein hier, ist perfekt dafür. Bist du schon mal Bilzer Berg gefahren? Einmal vorher im GT3 im Nassen. Das war nicht gut. Also das war so, da, ich wollte auch nichts kaputt machen, muss man so vorsichtig sein. Und du hast ja diese ganzen blinden Kurven hier. Ja, ne? Ja. Und du hast, die Wand ist auch immer direkt neben dir. Also hier musst du die Strecke kennen, da brauche ich auch noch mehr Runden. Aber mit dem Crossbow habe ich mich langsam rangetastet. Das ist schon geil. Vor allem, wenn hier so viele Autos unterwegs sind. Vor uns haben sich ein alter Mercedes und BMW, ein alter M3, duelliert miteinander. Wir waren direkt dahinter und haben irgendwann beide überholt, aber es war so geil, das so zu sehen. Irgendwann war der Senna vor uns und siehst du, weißt du, wie der Flügel sich auf und zu klappt. Ja. Der schleudert irgendwelche Reifenteile, irgendwas schleudert dir irgendeinen Dreck ins Gesicht im Crossbow. Spürst du, wie er so bam gegen den Helm irgendwas fliegt. Also es ist so ein geiles Erlebnis einfach, macht richtig Spaß. Eine der besten Veranstaltungen, warum? Du siehst krasse Autos, aber du siehst sie nur, du siehst sie in Action. Du siehst sie hier vorbeiballern, du kannst dich reinsetzen, du kannst mitfahren. Also ich weiß nicht, was man mehr will. Automobilherz komplett, der absolute Orgasmus. Ist schon geil, ne? Ja, unfassbar. Wie viele Runden bist du gefahren? Boah, kann ich dir gar nicht sagen. Ich bin mit jedem so 3-4 Runden, ja, ich würde mal schätzen so an die 20 und jetzt auf jeden Fall nochmal 10-15, bis die Bremsbeläge vorne halt durch sind. Ich habe schon Bremsen liegen, passt. Das war der Bilzer Berg, mega Event, bin zu gar nichts gekommen, wollten eigentlich viel, viel mehr filmen, haben uns richtig coole Sachen überlegt, aber wenn man halt jede Menge Alpha-Tiere hier hat, dann muss man sich auch um die kümmern. Ich denke, das haben wir ganz gut gemacht und jeder, der hier war, hatte auf jeden Fall seinen Spaß. Ich glaube, man kann sogar sagen, drumherum wird so viel Content entstehen, dass unser Content fast egal ist. Aber mir hat es übel Spaß gemacht. Resonanz 100% positiv. Das heißt, ja, die Leute haben immer noch Bock auf ihr Auto und haben Bock auf Ballern. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, Sonne geht gleich unter. Kein einziger hat sich abgelegt. Das ist immer das Beste. Eigentlich auch fast nichts kaputt gegangen. Und deswegen geht es jetzt ab nach Hause. Danke fürs Zuschauen. Danke an alle, die hier waren. Bis zum nächsten Mal. Los geht's. Ich glaube, mit dem denkbar ungünstigsten Auto, womit man hier heute fahren kann. Frontantrieb knappe 1000 ist. Aber pass auf, jetzt zeige ich dir, was passiert. Mittelgang.